Heute schauen wir uns den TCL-Fernseher aus der T8A-Serie ein bisschen näher an. Hab das Gerät jetzt eine Weile bei mir daheim stehen und bin echt gespannt, was der so kann. So, fangen wir mal mit dem Äußeren an. Das Gehäuse vom Fernseher ist schön in Schwarz gehalten, schaut richtig edel aus, würde ich sagen. Mit dem Standfuß zusammen hat das Gerät eine Breite von 166,7 cm, ist 102 cm hoch und 33 cm tief. Also, das ist schon ein Brocken mit seinen 26,9 Kilo. Aber keine Sorge, wenn du mehr aufs Minimalistische stehst und den Boden frei haben willst, der Fernseher ist auch wandmontagefähig. Brauchst halt nur die passende Halterung, die zum Weser-Standard von 300x300 mm passt. Jetzt zum Herzstück, dem Bildschirm. Der hat's echt in sich. Ein 4K-Display mit stolzen 75 Zoll Diagonale. Und mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, da bleibt im Bild alles flüssig, selbst bei schnellen Bewegungen. Die Farbtiefe liegt bei satten 10 Bit, also kriegst du Farben zu sehen, da kannst du dich nur wundern. Und dank der VA-Technologie mit QLED-Hintergrundbeleuchtung, ich sag dir, die Farben poppen richtig. Aber halt, es wird noch besser. Für die Zocker unter uns, der Fernseher hat AMD FreeSync Premium Pro. Stell dir vor, du zockst und alles ist so flüssig, dass du meinst, du bist mittendrin. Und mit 144 Hertz Motion Clarity? Mein Lieber, da sieht alles so scharf aus, du erkennst jedes Grashalm auf dem Schlachtfeld. Dann haben wir noch die 240 Hertz DLG-Technologie von TCL. Die sorgt dafür, dass deine Spiele noch rasanter laufen, ohne ruckeln und zuckeln. Und die Quantum Dot-Technologie? Die Farben sind so lebendig, das ist wie ein Fenster in eine andere Welt. Aber es kommt noch dicker. Bis zu 1000 Nits Helligkeit, da kannst du deinen Fernseher auch bei direktem Sonnenlicht genießen, ohne dass du die Rollos runterlassen musst. Und mit TCLs Full Array Local Dimming kriegst du einen Kontrast, dann leuchten die hellen Bereiche und die Dunkelheit ist so tief wie die Nacht. Zu guter Letzt, der Fernseher unterstützt alle wichtigen HDR-Formate. Egal ob HDR10, HDR-HLG oder sogar Dolby Vision, das Bild ist so knackig, du glaubst, du sitzt im Kino. Und mit dem IMAX Enhanced Display, da kommt das Kinoerlebnis direkt zu dir nach Hause. Klar, die Energieeffizienzklasse ist G mit einem Verbrauch von 140 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Nicht gerade der Sparmeister, aber bei dem, was der Fernseher leistet, kann man das, finde ich, auch in Kauf nehmen. Jetzt zum Sound. Der Fernseher hat zwei Lautsprecher an Bord mit einer Gesamtleistung von 16 Watt. Klar, das ist jetzt nicht die Power, die dir die Socken auszieht, aber für den alltäglichen Gebrauch absolut in Ordnung. Wenn du aber so richtig in den Film oder die Musik eintauchen willst, da würde ich schon empfehlen, das Gerät mit einem Heimkinosystem oder einer Soundbar aufzumotzen. Geht easy über den optischen Audioausgang oder einfach mit einem HDMI-Kabel. Aber jetzt halt dich fest. Dolby Atmos ist auch mit an Bord. Das ist nicht einfach nur Sound, das ist wie eine dritte Dimension für deine Ohren. Der Klang kommt nicht nur von vorne, sondern aus allen Richtungen, sogar von oben. Stell dir vor, du sitzt da, guckst deinen Film und es fühlt sich an, als wärst du mittendrin. Echt verblüffend, wie klar und raumfüllend das ist. Für mich macht es einen riesen Unterschied, weil es das Erlebnis einfach auf ein ganz anderes Level hebt. Jetzt kommen wir zum smarten Teil, dem Smart TV-System. Der Fernseher läuft auf Google TV und ich sag dir, das ist ein Traum. Stell dir vor, alle deine Apps, Streaming-Dienste für Filme, Serien, alles gebündelt an einem Ort. Du brauchst nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, alles ist schön übersichtlich zusammengefasst. Und das Beste, Google TV ist so schlau, es lernt, was du gerade schaust und schlägt dir dann genau das vor, was zu deinem Geschmack passt. Egal ob Netflix, Amazon Prime, YouTube oder was auch immer du gerne nutzt, Google TV hat dich. Und mit der Unterstützung von Google kannst du auch noch deine ganze Smart Home Steuerung darüber laufen lassen. Licht dimmen, Heizung höher drehen, alles mit ein paar Klicks auf deiner Fernbedienung. Ist das nicht praktisch? Für mich ist das ein riesen Pluspunkt, weil es einfach das Leben leichter macht. Du kommst heim, setzt dich auf die Couch und mit ein paar Klicks startest du genau da, wo du aufgehört hast, ohne irgendwelchen Stress. Einfach genial. Ich habe die Kundenrezensionen studiert. Negativ, Bässe nicht kräftig genug. Positiv, Bildqualität top, HDR10 HLG unterstützt, Soundqualität gut, Bedienung einfach intuitiv und Fernbedienung ergonomisch mit Sprachsteuerung. So, liebe Leute, das war's von meiner Seite mit dem TCL-Fernseher aus der T8A-Serie. Echt ein spannendes Gerät, wenn ihr mich fragt. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dir das Modell vielleicht selber zuzulegen oder einfach nur den aktuellen Preis checken möchtest, dann hüpf schnell in die Beschreibung. Da findest du alle Links, die du brauchst. Und jetzt bist du dran. Was denkst du über den Fernseher? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin schon gespannt auf deine Meinung. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat. Und damit du kein neues Video verpasst, klick auf die Glocke. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.